Was ist jetzt das hier? Das ist ja ein Mördergerät. Das ist ein Halbmond. Ja? Und mit dem Halbmond kann man auch ohne Lineal einfach da so einen schönen gerade Schnitt machen. Wow, also lutsch, das rutscht Ding hier ohne Ende. Ja, das geht schon. Hallo bei Barbecue Hot and Spicy. Heute sind wir mal nicht bei mir daheim und tun noch nicht grillen, sondern heute sind wir auf Besuch in Kendelbach beim Werner Fink, auch Leder Werner bekannt und im Internet auch unter Leder Werner AT, glaube ich, ja, zum Würnder. Der Werner hat ein ganz besonderes Hobby und das dürfen wir uns heute anschauen. Und ja, Werner, kannst du uns vielleicht erklären, was sagen, was du machst? Da haben wir eine wunderschöne Nähmaschine zum sehen. Ja, die Nähmaschine, die habe ich vor kurzem geholt. Die kommt aus Amerika, das nennt sich Cobra 4. Und der süße Boller da, der schafft, wo haben wir da das Müsterle? Der süße Boller schafft diese dicke von Leder. Das sind einmal so lockere 2 cm. Und diese Maschine habe ich mir lange geträumt und jetzt haben wir sie geleistet. Wahnsinn, gell? Ich denke, zum Leder verschaffen ist da einiges an Material auch notwendig. Wir sehen da den Arbeitstisch. Da sind ein Haufen verschiedene Werkzeuge zum Sehen. Ja, da hinter mir noch da ist der Stempel. Haufen Zeug. Ja, überall verstreut. Gell. Was machst du jetzt so für Sachen? Ich habe mir schon mal ganz einen tollen Gürtel und ein Messtäschchen von Werner machen lassen. Aber das ist ja nicht nur das Einzige. Du hast ein riesen Angebot an Vielfalt, was du da machst. Natürlich geht es ein weiterer Gürtel, Messertäschle, Messerscheiden für feststehende Messer, Handytäschle. Im Prinzip relativ ein großes Spektrum, was der Kunde so gern hätte. Ich versuche halt die Kundenwünsche zu erfüllen. Ja. Und aus dem Grund sind wir ja auch da. Ich habe mir da ganz einen besonderen Wunsch an Werner gehabt. Und wir sind heute zur Anprobe da. Der Werner hat da ganz was Spezielles für uns gemacht und das dürfen wir uns jetzt gerade unten anschauen. Und ja, vielleicht kann uns der Werner noch kurz was dazu sagen. Ich darf das da nie und zeige euch mal das, was das mal wird. Da lassen wir uns eine ganz tolle Lederschürze von Werner machen. Und ja, Werner, kannst du uns vielleicht noch etwas sagen? Ja, freilich. Das ist Rindsleder, pflanzlich gehabt. Mhm. Also da sind auch keine Giftstoffe drin. Da lege ich großen Wert drauf, weil das dreht man doch und ist auch ganz wichtig, dass das so ist. Mhm. Und da, das ist ein gemildes Leder, also die Haut kommt nach dem Graben, wenn sie trocken ist, nochmal in eine Trommel, das ist wie ein Wäschetrockner, nur nicht mit der Temperatur. Mhm. Und dann wird das Leder durchgewalkt und drum ist es ein bisschen knautschiger. Ja. Oder? Mhm. Das Zinnika-Charakteristik, die kommt dann erst zum Vorschein, wenn du sie dann einmal drehst, dann kriegt sie das Leber von dir mit. Genau. Und da sind wir jetzt mit da drinnen, mit der Arbeit. Ich habe die Ränder schon mal umgefalzt, da sieht man eine Wasserspur. Das wird dann nachher genäht und dann kommt noch ein Halsriemen rein und hinter noch was zum Zubinden. Und dann wird die noch fein gehüllt und vorne natürlich gut Hot and Spicy noch für ein schönes Logo. Da lassen wir noch was einfallen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist Einzelstück Naht und absolut. Ja, da sind wir schon gespannt drauf, wie das Naht ausschaut. So. Bist du geröst mit deiner? Machen wir mal ein Licht. So, dann legen wir das gute Stück da drunter, dann der Fuß runter. Das hintere Fädel, da müssen wir ein bisschen heben. Und dann haben wir da den Vorteil, gell, dass das gute Stück, wenn ich da starte, dann kann ich ganz langsam loslegen. Schon wirklich Millimeter da für kann Millimeter. Ich habe einen Servomotor und da kann ich einfach nähen. Ich kann auch den Servomotor noch einstellen, dass ich noch langsamer, auch mit dem Gas, kann ich das machen. Und dann setzen wir die Nadel wieder ab, drehen unseren Kurven und düsen weiter.
Und was sie auch noch kann, Chaka. Rückwärts. So. Ja, so eine Nähmaschine wirst du nicht überall kriegen, gell? Nein, sowas nicht. So. Und dann haben wir jetzt da. Also, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Super Stich. Mhm. Wunderschön gemacht. Ja. Lass mal Geld, der wird für gut befunden. Ja. Super gut. Alles klar. Gut. Wir werden dann das nächste Mal wieder dabei sein, wenn wir beim Werner sind und die Schürze abholen kommen. Und danke fürs Zuschauen. Wir hatten Spicy. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.